Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Und ihr erkennt gleich an unserer Rüstung, dass sich etwas getan hat. Wir sind jetzt tatsächlich in der Lage, Havels Rüstung zu tragen und sie ist noch mächtiger als die Schwarzeisen... Oder Schwarzeisen? Eiben? Schwarzeisenrüstung, die ich vorher anhatte. Und deswegen würde ich doch mal sagen, dass wir uns jetzt nochmal an dieses komische Vieh herantrauen. Das wir zuvor nicht besiegen konnten. Los, schwarzer Ritter! Zeig mir deine Macht! Offensichtlich ist sie nicht vorhanden. Rutscher! Und der nächste Tod. Und der letzte. Ha! Ja, ich habe ein bisschen gelevelt und wie ihr an meinem Zauber erkennen könnt, bin ich jetzt in der Lage, mein Bastardschwert noch zu verstärken. Allerdings ist jetzt der Zugewinn an Kraft nicht so gigantisch groß. Nein, du sollst nicht trinken! Wer hat dir das erlaubt? Ein mega blaues Superschwert. So. Aber ich sag mal so, mehr Schaden heißt mehr Schaden heißt mehr Schaden, das kennen wir ja schon. Aus diversen anderen. Oh Gott. Na, 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 hast du schon genug? Hast du schon genug? Ja. Aua. No, 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 no. Ha. Das ging gerade so gut. Nein. Autsch. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Gut. Jetzt darf ich noch einmal einen Trank trinken. Danke. Und jetzt kriegst du nochmal auf die Fresse. Und nochmal auf die Fresse. Und nochmal auf die Fresse. Und ich krieg noch einen Trank. Okay. Leider hat meine Schadensverbesserung nachgelassen. Was jetzt mit anderen Worten heißt, dass wir öfter zuschlagen müssen, um ihn zu töten. Aber wir sind gerade, glaube ich, ganz gut dabei. Verdammt. Niemand hat vom Blitzen gesprochen. Ja. Offensichtlich weiß er sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr anders zu helfen, als mit Blitzen, um sich zu schleudern. Komm schon. Yes! Und er hat auch noch 5000 Erfahrung gebracht. Dämonen-Titanit gleich zweimal. Gut. Auf jeden Fall ist dieser starke Gegner jetzt auch eliminiert und wir können diese Treppe hochgehen. Was sagt uns diese Inschrift? Abkürzung. Ich nehme gerne eine Abkürzung. Aha. Das heißt, wir müssten jetzt im Hauptschiff der Kathedrale sein. Oder? Oh mein Gott. Brauchst Menschlichkeit, wofür denn? Ich gehe erstmal hier hoch. Die Architektur ist wirklich sehenswert. Also wie gesagt, was das angeht, finde ich Dark Souls sehr, sehr gelungen. Da haben wir ein Loch im Fenster. Okay, und wo führt das hin? Oh, in luftigen Höhen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Da liegt was. Okay. Drachentöter-Großbogen und Drachentöter-Pfeile. Ist das der Bogen, den die anderen haben? Der Bogen, den diese coolen schwarzen Ritter haben. Das müssen wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Ah, nee, scheiße. Ich kann ihn nicht tragen. Weil meine
Belastung schon am Limit ist durch Havels Rüstung jetzt, dann würde ich sagen, warten wir damit noch ein bisschen und töten stattdessen diese Scheißvieh. Es klingt irgendwie, als würde hier jemand was schmieden. Da schmiedet auch einer. Bist du freundlich gesinnt? Wow, das ist ein riesiger Schmied, ein Riesenschmied. Who are you? Forge your weapons. Oh! Ich kann mein Bastardschwert in ein Blitzbastardschwert umwandeln. Okay. Okay. Was kann man denn bei dir kaufen? Funkeltitanit, grüne Scherbe, große Scherbe, kleine Scherbe, Riesenhalleballe, Riesenschild, Drachentöterpfeile, 500! Lohnen sich die Pfeile? Bestimmt. Aber cool, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir hier noch einen Schmied haben, der auch einige Sachen verstärken kann. Offensichtlich kann man mit den Bossseelen, die wir bei manchen Bossen erhalten, auch Gegenstände schmieden lassen. Der Schmied zumindest konnte das eben. Was haben wir hier oben noch? Bossmenschlichkeit. Ach, jetzt sind wir wieder hier und da vorne ist ein schwarzer Ritter. Wir waren hier aber noch nicht fertig. Das heißt, ich muss zurück. Mir sagt er irgendetwas, dass wir dem Boss langsam näher kommen und das macht mich irgendwie nervös. Können wir die Tür jetzt öffnen? Das ist natürlich eine gewaltige Abkürzung. Jetzt haben wir hier vorne noch mal einen Gegenstand. Den ich mir natürlich mitnehmen werde. Grauer Brocken. Sowas ist prinzipiell immer ganz gut. Da vorne ist nichts mehr, so wie ich das sehe. Na, kommst du nicht durch? Bist du zu fett? Ruf mal bei Weight Watchers an, aber ich sag dir, die Hotline von denen ist mit Leuten wie dir voll. Aber sowas von voll. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück ins Hauptschiff und kümmern uns jetzt darum, mal zu gucken, wo es hier noch weitergeht. No, 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 Slap! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht irgendwie nicht nett aus. Du fühlst, wie der schwarze Augapfel erbebt. Was soll das denn heißen? Was für ein schwarzer Augapfel? Ah! Vielleicht kann ich den jetzt... Scheiße! Fuck! Fuck! Autsch.
Ha! Na, ich hab ihn fast. Okay. Wollte der sich gerade heilen oder so? Egal, was er wollte. Ich habe ihn getötet. Und er bringt 3000 Erfahrung.